Metzgermeister und führe einen Handwerksbetrieb hier in Dresden in vierter Generation. Ich bin persönlich ehrenamtlich aktiv bei den DSC-Volleyball-Damen, die sehr erfolgreich in der ersten Volleyball-Bundesliga spielen. Für uns wäre das, was wir machen, ohne Unterstützung aus der Wirtschaft schlicht und ergreifend nicht machbar. Leidenschaft, Beharrlichkeit, Fleiß, diese Dinge verkörpern sowohl der Leistungssport als auch das Handwerk. An so einem Projekt mitzuarbeiten, das macht mir große Freude. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man über den Leistungssport Werte vermittelt, dass man in die Gesellschaft Werte zurückgibt. Man lernt aus dem Sport, dass ein Spiel zu verlieren nicht schlimm ist. Man muss danach aufstehen, hart trainieren, um das nächste Spiel zu gewinnen. Deswegen ist auch ein junger Verein wie der DSC so wichtig für die Gesellschaft, weil er viele Menschen vereint und zeigt, wo man mit Leidenschaft und Beharrlichkeit hinkommen kann. Das Handwerk möchte Mut und Zuversicht und Leidenschaft in die Zukunft tragen. Wir als Sachsen wissen, nicht meckern bringt weiter, sondern einfach machen.